Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes. Erstmal Entschuldigung, dass es gestern keine Folge gab, aber mein Wochenende, obwohl es ein langes war, hat einfach nicht die Zeit hergegeben. Beziehungsweise ich muss auch sagen, bei den Temperaturen habe ich aktuell nicht so richtig Bock aufzunehmen. Deswegen bitte da nicht böse sein. Eigentlich wollte ich ja auch ein Challenge-Ankündigungsvideo machen. Ja, das habe ich komplett vergessen. Kommt aber nachher noch. Und ja, ich bin gespannt. Es soll diese Woche, also heute ist Montag, Mittwoch soll es 40 Grad werden. Ich habe Gott sei Dank noch ein bisschen was aus der Konserve an Folgen, an Videos. Aber mal gucken, wie lang es langt. Ja, momentan ist auch kein Spaß, ey. Deswegen heute auch ohne Kamera, weil ihr wollt mich nicht schweißüberströmt sehen. Das ist dann nicht so witzig. Ich freue mich schon heute Abend aufs Training in so einer kleinen, unklimatisierten Halle. 2 Stunden lang sich gegenseitig auf die Schnauze hauen. Wird bestimmt auch spaßig. Aber gut, starten wir. 6 Werke heute an der Zahl. Wir starten mit der Messerschmitt P1110 von Kyusha. Und es sieht irgendwie aus wie eine umgebaute Rakete, würde ich jetzt einfach mal sagen. Gucken wir mal. Ich muss tatsächlich sagen, wir hatten schon coolere Sachen von Kyusha, muss ich sagen. Der ist nett. Warum fährt der so komisch? Hallo? Warum lenkt der denn darüber? Ich weiß nicht. Von Kyusha bin ich eigentlich mehr Details gewohnt. Nur noch, dass das hier so komisch klappt. Gucken wir mal, wie es fliegt. Lackierung finde ich gut gemacht. Die dicken MGs lassen auf eine 30er oder auf eine 20er schließen. Ja, fliegt aber ziemlich angenehm, muss ich sagen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was werden wir denn bei euch für Temperaturen morgen erwartet? Also morgen soll ja so der heißeste Tag des Jahres werden. Ich wohne ja bekanntlichermaßen in der Nähe von Darmstadt. Früher war ich ja Darmstädter, aber mittlerweile nicht mehr. Und das ist so ziemlich der heißeste Bereich in Deutschland. Das ist immer wieder spaßig bei uns. Wir haben keinen Fluss, wir haben keinen Wind. Wie gesagt, bei uns sollen es um die 40 Grad werden. Ich bin auch ein bisschen müde, muss ich sagen. Ich gehe momentan, oder heute war ich zum Beispiel um 6.30 Uhr auf der Arbeit. Normalerweise bin ich so 6:45 auf der Arbeit, also nochmal 3/4 Stunde früher, das war schon heftig. Aber ich war eh schon um 4 wach. Jetzt richtig rentiert schlafen. Mittlerweile habe ich mich hier mit dem Gerät ganz ordentlich angefreundet. Mag das. Junge, wie willst du mich jetzt noch erwischen? Sind das ungelenkte Raketen? Ja. Hier würge ich mal schön ans Rein. Seitlich anfliegen und fertig machen. Cockpit gibt es keins in dem Sinne. Okay. Ausweichen wird mit der Möhre schwierig. Aber ich glaube, das probiere ich jetzt nicht nochmal. Also nicht schlecht, aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin irgendwie schon Besseres von Kyusha gewöhnt. Wobei ich den Übergang hier ganz nice. Warte mal, ich habe jetzt noch gar nicht alle Gruppen gerade durchgeguckt. Habe ich hier irgendwas verpasst? No description. Ups. Okay, eins sind die Raketen. Ne, das hier sind einfach nur die Klappen. Komischerweise, das Ding steuert direkt nach rechts. Ne, ich glaube, da ist nichts mehr. Joa, nicht schlecht, aber wie gesagt, bin ich Besseres gewohnt. Von Kyusha. So, kommen wir zu einem eventuellen Highlight von heute. Zur Cap San Diego von wahrscheinlich ich. Das hat tatsächlich gerade Probleme beim Speichern gemacht, was mich ein bisschen gewundert hat. Also sieht schon mal sehr geil aus. Die Details sind auch wieder sehr
gespielt. Aber es sind gar nicht mal so viele Teile. Und das hat mich tatsächlich dann gewundert, warum es so massivst abgekackt ist beim Speichern. Ich musste sogar mein Spiel neu starten. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Schon wirklich, wirklich lange. Komm, warte mal. Wie heißt der? My Water Takeoff, genau. Bisschen schönes Bildchen machen und so. Shitty. Na gut, dann nicht. Ich glaube, da muss ich auch mal... Guck mal, wir können mal... Oh ne, das ist in der Luft. Ich glaube, ich muss da mal einen neuen Spawnpunkt machen. Boah, ich krieg jetzt gerade Kopfweh, ey. Scheiß Wetter. So. Na gut, das geht auch. Schick. War langsam. So, gucken wir kurz in die Beschreibung. The Cap San Diego, a great and fair cargo ship from the second half of the 20th century. The White Swan of the South Atlantic. The last fully operational museum ship as well as a remake I have longed to build ever since I finished the original one. Also auf jeden Fall eine schicke Kiste. So, ich schmeiß einfach mal ein paar Gruppen an. Ah, guck mal hier. Also bitte. Ne, Moment schon mal. Ich glaube, kann es sein, dass wir die erst ausfahren müssen? Ja. Die müssen wir erst ausfahren und dann können wir nämlich die Beiboote herablassen. Hier habe ich auch noch... Was ist das? Ist das denn das Kräne? Glaube. Weiß nicht, wie ich die absetzen kann. Drücke jetzt mal die 3. 4, 5. Okay, es bewegt sich alles. Ich drücke mal G. Ich drücke mal Leertaste. Ne, will irgendwie nicht. Alter, die haben einen Pool. Auch ein Cargo-Ship und die haben einen Pool, die Schweine. Hätte ich jetzt auch gerne. Wie das hinterhergezogen wird. So, haben wir eine Brücke? Nein, keine ausmodellierte Brücke, aber macht jetzt nichts. Aber guck mal, kannst du alles bewegen. Das hier ist auf jeden Fall ein Kran, würde ich jetzt mal sagen. Aber was sind das hier für Dinger? Können wir das jemand erklären? Ich bin da ja nie so gut informiert. Propeller Overspeeding. Okay. Ja, der hat sich gerade verabschiedet. Gucken wir mal, was hier alles so Details sind. Hier sind so Winden. Noch mehr Winden, jede Menge Winden. Leiter, Tür. Noch mehr Kräne. Aber das mit dem Pool, das macht mich gerade fertig, muss ich sagen. Ich habe Hunger. Aber das ist ein schickes Teil. Könnte ein Aspirant für das Thumbnail des Tages werden. Logischerweise, es steuert sich jetzt nicht so krass. Ist halt ein Riesenvieh und wahrscheinlich auch ziemlich schwer. Steht dann Gewicht dabei. Empty Weight. Warum steht das mit Minus? Empty Weight. Minus 2 Millionen Kilogramm. Also 2000 Tonnen. Ist das realistisch? Ich habe keine Ahnung, wie viel ein Schiff wiegt. Hört sich für mich ein bisschen viel an. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung von so einem Krempel. Schreibt mir das bald mal in die Kommentare. Und jetzt habe ich gerade mal noch in die Kommentare auf der Simple Plane Seite gesteht, geguckt, werde sich das mal in Real Life angucken will, das gute Stück. Das scheint wohl im Hamburger Hafen zu stehen. Also wer mal in Hamburg ist, schaut es euch mal an. Ich war tatsächlich bisher einmal in meinem Leben in Hamburg und da habe ich genau den Hauptbahnhof gesehen, weil ich da umgestiegen bin nach Sylt.
Mehr habe ich von Hamburg noch nicht gesehen. Aber das wäre doch ein Grund, ne? Sind die Dinger hier eigentlich aufgegangen? Nee, ne? Nee. So, weiter im Text. Was haben wir noch ein Angebot für heute? Das Fast Attack Craft N11 von Lupus Germanus. Ein sehr kleiner Katamaran. Der ist aber recht schick, muss ich sagen. Interessante Unterkonstruktion. Auch hier weiß ich nicht, ist das realistisch? Mit Jetantrieb, vermute ich jetzt mal, wie bei so einem Jetski. Ui, das ist erschaulich schnell. Ah, guck mal hier, mit schwarzen Kugeln und Feuerstoß. Guck mal, aber hoch und runter. Links und rechts, finde ich gut. Richtbereich ist auch so gemacht, dass man sich nicht selbst killen kann. Finde ich auch gut. Jetzt haben wir mal die. Moment. Erst Text vorlesen. The N11 is a fast stealth-capable missile-bearing attack craft. It's cheap, but very effective, making it a good addition to the navy of any nation. So, das heißt, das Ding hat Raketen. Es hat auf jeden Fall Infernos. Ah, cool! Mega cool. Das gefällt mir. Krass, die Schüsse sieht man gar nicht dadurch, dass sie schwarz sind. So. Torpedos. Und warte mal. 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe jetzt alles mal durchgerutscht. Bewegt sich. Da oben haben wir ein. Ah, wie heißt's? Ihr wisst, was ich meine. War da, meine Güte. Spawnen wir mal woanders. Gehen wir mal zur Flotte. Und rotzen das Ding weg. Eigentlich will ich ja ein Torpedo haben. Wo kommt denn der raus? Sind das hier die Torpedowerfer? Nee, die Torpedos kommen unten raus. Ah, da, seht ihr das? Hä? Wie geht denn das? Nochmal. Ah, guck mal, das fällt dann einfach runter und das ist cool. Das gefällt mir. So. Anvisieren. Ah! Ob das Fast Attack Craft seinem Namen alle Ehre macht. Ich habe keine Ahnung, wie viele Torpedos ich für die USS Beast brauche. Alle raus. Und die zwei anderen kaufe ich mir auch noch. Und zwar, da gehen wir jetzt mal auf die Raketen. Sehr schön, das gefällt mir. Okay, meine Täuschkörper haben nicht so ganz geholfen. Ich möchte jetzt aber wissen, ob meine Torpedos ankommen. Wie mache ich nochmal den zeitlichen Speed-up? Habe ich vergessen. Shit, habe ich vergessen, wie es geht. Na gut, dann warten wir halt einen Moment. Die werden genau hinten dran vorbeirudern, die Dinge. Vermute ich jetzt mal. Ah, warte mal, es gab doch. Konnte man nicht. Ah, das war Slow-Mo. Konnte man nicht irgendwie die Torpedos angucken? Nee, Moment, ich denke gerade an War Thunder. Ja, nee, die treffen genau nicht die USS Beast. Die treffen dafür Gleitschiff. Ja, der ist fertig. Ja, das ist ein schönes Schiff, ey. Das funktioniert gut. Schicke Sache.
mag es auch, dass es wirklich schön kantig ist. Also ich vermute mal, dass das, wie heißt es, stealth-technisch allerdings eine ziemliche Katastrophe ist, das Teil. Vermute ich jetzt. Davon habe ich auch nicht so viel Ahnung, aber du versuchst ja quasi zu verhindern, glaube ich, dass die Radarstrahlung zurückkommt. Und das hier ist, glaube ich, hier vorne, das fängt sich ja so richtig und geht so richtig schön zurück. Wenn ich mir so überlege, wie diese ganzen Stealth-Schiffe aussehen, die sind ja alle, in Anführungszeichen, stromlinienförmig. Und das wird dann halt weggelenkt von der Richtung. Also deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das so stealthmäßig so gut funktioniert. Auch da gerne in die Kommentare schreiben. So, als nächstes von Maverick mal was anderes. Er hat keine waffenstarrende Festung gebaut, sondern wir haben heute voll viele Schiffe. Eine HMS Pacific Sunrise. Wenn wir gerade schon ein Frachtschiff hatten, jetzt haben wir noch eins. Ist das ein Tanker? Ja. Ein Chemical Tanker, was Gas, Liquid Chemicals, Gas und Liquid Chemical gleichzeitig transportieren kann. 12.000 Pferdestärken, 16 Zylinder Ship Diesels and a Diesel Electric Drive System. Joa. Das hat ordentlich Power. Und vor allem die Dinger sind echt groß. Ich arbeite ja bei einem Hersteller für Auswucht Technik. Und da hatten wir auch schon Maschinen für Schiff-Diesel-Kurbelwellen zum Beispiel. Alter Verwalter, ey. Die sind echt groß, kann ich euch sagen. Die sind echt groß. Alter Verwalter, was ist hier passiert? Also, gucken wir uns mal an. Throttle. Also gehen wir mal Stöffchen. VTL ist leider für vorwärts, rückwärts. VTL, war das der? Ne, der hier, okay. So, das hier mal kurz auf neutral wieder zurück. Trim, Slider for Steering, okay. Okay, verstanden, cool. Also das ist auf jeden Fall definitiv, oh, das wird heute wieder, weißt du, letztes Mal war es eher so Durchschnitt und heute ist wieder echt hammerhartes Niveau, muss ich einfach sagen. Das ist auch echt verdammt schick. Jetzt schwierig. Aber gut, kriegen wir hin. Nee, Moment. So, Maus weg, damit wir ein ordentliches Bild haben, wenn es das wird. Und unten, ey, ich hasse dieses Drecksding. So, das habt ihr jetzt nicht gesehen, lustigerweise, aber ich sehe es leider immer. Ich habe so ein kleines Widget von meiner Lüftersteuerung. Immer mitten hier unten rechts. Zackt einfach tierisch. Muss ich mal aus dem Autostart rausnehmen. So. AG1. WASDQE für den Operation Crane Front Crane. Also 1. Das ist dann der da. So. Schwingt ein bisschen, aber gut, ist halt so. QE ist die Winde zum Runterlassen. Logischerweise, das Ding sollte man wahrscheinlich auch nicht aus vollster Fahrt machen. Wir sind jetzt bei 67 Meilen pro Stunde, alter Verwalter. Genau, damit können wir die Ladung grabben, nicht tracken. So, und dann halt Magnet an. Die Magneten habe ich noch nie benutzt. Weil ich weiß auch nicht, gibt es irgendwo in diesem Spiel wirklich mal einen relevanten Use Case, diese Magneten zu benutzen? Bin mir nicht sicher. So. Und dann der zweite Kran, das ist der hier, funktioniert dementsprechend gleich. Und jetzt steht unten drunter noch, man soll gucken, dass man auch ja seine Route ordentlich plant aufgrund des riesigen Wendekreises. Och, geh doch. Na, guck mal, da ist noch Licht an. Das ist, glaube ich, generell einfach an. Kann man das irgendwie... Nee, kann man nicht. Kann man nicht aufmachen, logischerweise. Aber jetzt frage ich mich tatsächlich, für was... für was sind die Kräne eigentlich? Weil wir haben ja...
Flüssigkeiten und Gase zu transportieren oder wie funktioniert das? Oh, jetzt habe ich es aus Versehen da reingebackt. Naja, passiert. Aber das ist jetzt einfach nur Frage, ne? Weiß ich nicht. Ah, okay, das ist die Sicht aus dem Cockpit, aus der Brücke heraus. Kann man die hier nicht benutzen? Habe ich da jetzt irgendwie was vergessen? Ich glaube, das geht nicht. Ist immer ein bisschen schwierig. Also, ich finde die solche großen Schiffe finde ich immer geil, aber du kannst halt echt wenig mitmachen. Also, ein Flugzeug, da kannst du auch mal hier durch den Canyon durchballern und so. Wir müssen uns irgendwie mal was Neues überlegen, was wir mit den Schiffen machen können. Vielleicht hat jemand eine Ahnung, ob es eine geile Map gibt, eine Mod-Map, wo man mit Schiffen ordentlich was machen kann. Falls ja, bitte in die Kommentare schreiben. So, zwei haben wir noch und dann bin ich auch froh, dass das Video um ist, weil mir ist einfach viel zu warm. Und als nächstes kommen wir zur Robin DR400 von BYRG. War das ja niedlich. Scheiße, hatten wir die schon? Das wäre jetzt doof gewesen. Ja, da soll ich den vielleicht nicht starten lassen. Das ist vielleicht nicht so ganz clever. Oh, ich habe echt. Mittlerweile habe ich jetzt gerade echt Kopfweh. Ich muss was trinken, aber ich habe hier gar nichts. Wahrscheinlich sehe ich gleich, dass die Aufnahme nicht funktioniert hat. Dann kann ich gerade alles nochmal machen. Ich glaube, dann kotze ich einfach. Okay, ich wollte gerade schon sagen, warum startet das nicht? So, das sind die Klappen. Ah, das ist aber schick. Das fliegt. Ausgesprochen gut. Hast du ein Cockpit? Nee, hat kein Cockpit. Was für ein Motor verwendet das Teil? Also hier vorne auf jeden Fall auch schön modelliert. Also nicht einfach nur Nase vorne drin gepatscht und dann Propeller drauf, sondern auch hier schön Lüftungssystem eingesetzt. Das gefällt mir. Das gibt jetzt auf jeden Fall erstmal einen obligatorischen Flug durch die Brücke durch. Ist natürlich ein bisschen einfacher. Von der Form her, aber bei so einem Flugzeug kannst du halt auch nicht so viel machen. Gibt's dieses Flugzeug? Muss gleich mal in die Beschreibung gucken, was da so drin steht. So. Aber man, wie ihr seht, sehr genau steuerbar. Kein Problem. Kein Problem. Landen muss ich es auch noch. Weil ich vermute jetzt gerade einfach mal, das Ding ist nicht gefedert. Das sieht mir sehr starr aus, das Fahrwerk. Was es leider meistens ein bisschen schwieriger macht zu landen. Ah, Mist, eigentlich wollte ich hier durch. Da. Aber ich werde nicht hier landen. Da ist mir die Landebahn zu kurz. Aber so vom Flugverhalten her, schönes Ding. Schön austariert, das fliegt auch geradeaus, so wie es soll. So, nehmen wir mal ein bisschen Schub weg. Ich habe hier leider die Angewohnheit, voll durchzuballern. So. Ja, ich glaube, da ist nicht viel mit Federung, aber problemlos gelandet. Das funktioniert ganz ordentlich. Hier und da würde ich es so einfach vom Design her noch ein bisschen tweaken. Aber ich finde es zum Beispiel auch sehr schön, dass da die Flügel eingepackt wurden. Bei Archie ist ja eher noch ein neuerer unter unseren Kollegen. Aber auch an sowas wurde gedacht. Deswegen vielen Dank dafür. Schönes Ding. Und damit kommen wir zum letzten Werk von heute. Und das ist eine komplette Ersteinsendung von Yuppie06, deswegen habe ich das sehr gerne mit reingenommen. Ein Düsenjet mit
Gatlin vorne in der Nase. Bisschen pfeilförmig, das heißt, es könnte etwas schwierig werden zu starten. Auch hier Flügel komplett eingepackt, auch die aufs Höhenleitwerk, gut, Seitenleitwerk auch. Oh, und ich merke schon, das Ding hat Masse, es ist träge, es fliegt sich wie ein Kaugummi. Oh, und es hat einen ganz schlechten Drehpunkt. Eieieiei. Aber das bedeutet eigentlich nur, also das ist jetzt noch nichts Schlimmes, wir nehmen lieber den Joystick zum Steuern, als das ihn deutlich einfacher macht und stabiler bleibt. Also Maus-Joystick, ihr wisst, was ich meine. Und ich benutze jetzt gerade tatsächlich nur A und D, um die Kiste zu rollen. Ja, und dann geht es eigentlich ganz gut. Oh, da muss man aufpassen, das fängt leicht ein bisschen an zu schlingern. Aber guck mal, hier auch so mit Details auf den Flügeln drauf. Das ist doch echt nett für ein Erstlingswerk. Mein erstes war nicht so gut. Wobei, muss ich mal sagen, es gibt ja, man muss ja eigentlich unterscheiden zwischen Erstlingswerk und Ersteinsendung. Ersteinsendung gab es bei mir nie, weil ich niemandem meine Sachen geschickt habe. Ich hätte mir selbst meine Sachen per E-Mail schicken können, aber ich glaube, das wäre nicht so ganz sinnvoll gewesen. Wo habe ich die Kiste gelandet bekommen? Boah, was esse ich denn jetzt gleich? Sorry, aber ich habe echt Hunger. Und ich sehe gerade schon wieder, wir haben schon 6 Uhr abends. Ich muss gleich ins Training. Und falls jemand interessiert, fragen möchte, ich mache Jiu-Jitsu. Seit jetzt über einem Jahr. Ich habe früher schon mal Kampfsport gemacht. Schon, boah, keine Ahnung, knapp, machen wir 13, 14 Jahre ist es schon her. Da habe ich damals Bujinkan Budo-Taijutsu gemacht. Auf kurz Ninjutsu, wobei das nicht richtig ist. Ninjutsu gibt es eigentlich nicht. Und deswegen so ganz unbeleckt bin ich nicht, aber komm schon, bremsen! Verdammt. Das Ding ist stabil, das hält das aus. Ja, siehste, kein Problem. Easy. Fahrwerk einklappen. Perfekt gelandet. Und ja genau, ja, wie gesagt, Kampfsport. Ich hatte letztens meine erste Gürtelprüfung und bestanden. Es kann also nur vorwärts gehen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hau dann direkt im Anschluss quasi um 16 Uhr wahrscheinlich das Challenge-Ankündigungsvideo raus. Deswegen stay tuned. Wir machen es diesmal auf jeden Fall ein bisschen länger. Wie lang, weiß ich noch nicht. Aber ich möchte euch ein bisschen mehr Zeit geben. Wahrscheinlich wird es 2 Wochen lang. Ich glaube, das ist schon in Ordnung. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, mein Gott. Und ja, Kommentar wie immer. Macht's gut. Tschüssi.